sind heute bei der Jungen Bühne der Kieler Woche und heute findet das Finale des Local Heroes Wettbewerbs statt. Drei junge Nachwuchsbands treten gegeneinander an und eine Jury und das Publikum bewerten dann, wer in den Bundeswettbewerb rein darf. Das ist ein Band-Contest für Newcomer-Bands, die sich praktisch auf dem Weg in die Professionalität befinden und hier im KMB-Verbund durch den Landesmusikrat Schleswig-Holstein gefördert werden. Die ganze Musiklandschaft hat sich in den letzten Jahren ja total gewandelt und auch der Nachwuchsbereich hat sich immer weiter professionalisiert. Und damit Bands da Fuß fassen können, werden sie dabei tatkräftig unterstützt. Durch Know-how, durch Üben, durch Coachings und durch Spielmöglichkeiten natürlich. Es gab auf dem Weg hierher beispielsweise schon mehrere Workshops, einen Stage-Performance-Workshop oder auch einen Social-Media-Workshop, den ich gegeben habe und auch einen Technik-Workshop, was eine Band alles wissen muss, wenn sie auf die Bühne muss und wie sie ein technisches Personal am besten brieft, also alles, damit sie spielbereit ist. Das ist ein super hartes Business. Es ist unglaublich wichtig, dass man unterstützt wird, wo es geht, weil ansonsten ist man auf sich alleine gestellt. Man weiß nicht, wie schaffe ich es, dass meine Musik Leute erreicht, und da ist sowas super wichtig und wir sind super dankbar, dass wir die Chance kriegen, hier mitzumachen. Riesenlob an die junge Bühne, an die ganzen freiwilligen Helfer, muss ich mal sagen. Top, wie ihr das hier macht. Und so macht es einfach Spaß, muss ich sagen. Wir wollen einfach alle jungen Menschen in Schleswig-Holstein erreichen und für alle jungen Menschen Fördermöglichkeiten bieten, und zwar passgenau. Und wir haben das Gefühl, dass wir da auf eine echte Lücke gestoßen sind und dass es da echte Bedarfe gibt und Strukturen aufbauen, wo sie dringend benötigt wurden.